Lenas Reise nach Spanien. Lena wollte schon immer nach Spanien reisen. Sie liebt die Sonne, den Strand und die spanische Kultur. Eines Tages beschließt sie, mit ihrer besten Freundin Anna in den Sommerferien nach Spanien zu fliegen. Die beiden Freundinnen buchen ihren Flug und ein kleines Hotel direkt am Meer. Als der Tag der Reise kommt, sind sie sehr aufgeregt. Sie packen ihre Koffer, nehmen den Bus zum Flughafen und warten gespannt auf ihren Flug. Endlich können sie ins Flugzeug steigen und der Urlaub beginnt. In Spanien angekommen, fühlen sich Lena und Anna sofort wohl. Die Sonne scheint und das Meer glitzert in der Ferne. Sie ziehen ihre Badesachen an und gehen zum Strand. Das Wasser ist warm und Lena genießt die Zeit. An einem Abend beschließen Lena und Anna, eine Stadttour zu machen. Sie sehen viele alte Gebäude und besuchen einen Markt. Dort probieren sie spanische Tapas und trinken frischen Orangensaft. Doch am letzten Tag ihrer Reise passiert etwas Unerwartetes. Lenas Tasche wird gestohlen. Panik bricht aus. Doch Anna bleibt ruhig und ruft sofort die Polizei. Die Polizei ist schnell zur Stelle und nach ein paar Stunden bekommt Lena ihre Tasche zurück. Ein Dieb hatte sie gestohlen, aber die Polizei konnte ihn fangen. Lena und Anna sind froh, dass alles gut ausgegangen ist und genießen ihren letzten Abend in Spanien. Es war ein unvergesslicher Urlaub und sie sind sicher, dass sie eines Tages wieder zurückkommen werden. Der Wortschatz. Wenn Lena schon immer nach Spanien reisen wollte, drückt sie einen Wunsch aus. Im Präteritum und Perfekt benutzen wir das Verb möchten für einen Wunsch aber nicht. Wir müssen stattdessen die Vergangenheitsform des Modalverbs wollen benutzen. Eines Tages beschließt sie, mit ihrer besten Freundin Anna in den Sommerferien nach Spanien zu fliegen. Das Verb beschließen könnt ihr dann verwenden, wenn ihr nach einer Überlegung oder Beratung mit euren Freunden eine Entscheidung getroffen habt. Wenn das Meer glitzert, funkeln oder blitzen die Wellen auf. Doch am letzten Tag ihrer Reise passiert etwas Unerwartetes. Eigentlich ist unerwartet ein Adjektiv, aber etwas ein Indefinitpronomen. Ihr müsst das Adjektiv also substantivieren und großschreiben. Wenn die Polizei schnell zur Stelle ist, dann ist sie zum richtigen Zeitpunkt anwesend. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Aufgabe für euch. Schreibt einen kleinen Text über euren Urlaub, vielleicht euren letzten Urlaub. Schreibt diesen Text gerne auch in die Kommentare, damit ich euch besser kennenlernen kann. Und damit sind wir auch wieder am Ende dieser Lektion angelangt. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Ben.